Servus Freunde, herzlich willkommen hier zur weiteren Folge von Forza Horizon 3 hier mit dem lieben Andy. Servus. Guten Tag. Ja, wir haben heute wieder so ein kleines Tuning-Battle und zwar dieses Mal sind es die Retro-Supercars oder ne, wie heißt sie? Ja, auf jeden Ist Fall die schon alten richtig. Sportwagen. Und ja, da ist mit unter anderem drin der Ferrari F355, der Lamborghini Jalpa, der Porsche 911 GT2, der Aston Martin V8 Vantage, der BMW M1, der Lotus Esprit V8, der Jaguar XJ220, der Lamborghini Diablo SV, der Lamborghini Countach, der Ferrari 575M Maranello und der Ferrari 512 Testarossa. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt mal den Zufallsgenerator entscheiden und es kommt dabei raus, Andi, du hattest recht. Das ist der M1. Ja, dachte ich mir schon. Wir fahren den BMW M1. Ich hab's mir gedacht. Ich meine, es war ja klar eigentlich, ne? Es war klar beim Zufallsgenerator. Ja. Gab keine andere Möglichkeit. Ja, ich persönlich hätte mich ja über einen F355 gefreut. Oder über einen 512 Testarossa, so ein Ferrari. Ja, Testarossa wäre schon geil. Das wär's für's da drüben. Also ich bin schon bei der Einfahrt. Ist ja nicht so, dass ich den im Einsatz vor kurzem mal gefahren bin. Ja, stimmt. Aber gut, dann würde ich sagen, Fuhrpark. Ne, Blödsinn, Automesse, alle Anzeigen. Holen wir uns mal einen schönen BMW M1. Kostet ja auch nichts, das Auto. Sind ja nur 585.000. Ja, das geht noch. Stell ich mir mal einen dritten in die Garage. Ja, ich habe, glaube ich, jetzt auch vier insgesamt. Ja, Back to the Future Design passt ja eindeutig drauf. Ich habe es mir auch vorhin gerade gedacht. BMW Motorsport. Ich war auch gerade im Überlegen, aber. Ja, ich schaue wie immer nach, ja. Wenn du fies bist, kannst du dir natürlich auch ein Lamborghini-Design drauf machen. Aber das ist der Sinn und Zweck der Sache bei einem BMW jetzt. Gut, was nehmen wir an Tuning-Budget? Ja, der ist ja in Kooperation mit dem Lambo entstanden. Echt? Ja. Schau, wusste ich gar nicht. Ich glaub schon. Ach, ich hab den Stoppe eigentlich noch nie unter die Haube geschaut. Geht das überhaupt? Nein. Nee, geht eh nicht. Ich würde sagen, warte mal. Der Wagen kostet 585.000. Dritte Wurzel aus 3 Quadrat. Ich würde sagen 45.000. Okay. Alles klar. Diesmal mache ich auch keinen Allradswap, keine Sorge. Ja. So, ich starte den Timer. Ja. So, eindeutig Wasserfläche. Also 45.000 hast du gesagt. Ja. Deswegen sind so abgrundtief hässlich, aber die kosten zu viel zum Ändern. Ja, das Problem kenne ich. Weil ganz ehrlich, da sind die schlimmsten aktuell Königsegg mit dem Regera. Hast du dir die Felgen mal angesehen? Nee. Grauenhaft. Geht das? Nein, das geht natürlich nicht.
Das ist gerade echt schwierig. So, ich bin fertig. Ja, ja, komm, ich auch. Ich glaube, wir machen in Zukunft einfach Timer 30 Sekunden, damit es auch mal eine Challenge ist. Da hängt eine Motte an meinem Fenster. Also ich muss nur noch Design suchen und einstellen, dann bin ich soweit fertig. Oh je. Eine Phase, die Autos immer so hart eingestellt sind. Und das ist hier echt ein Problem. Brauchst du ja erstmal keine Ahnung, eine halbe Stunde, bis du dann mal bei der Federung drüben bist, oder haben wir jetzt? So, ja, ich stoppe Timer einfach mal direkt. Wir hätten noch 6 Minuten gehabt. Ja, wie gesagt, ich muss halt nur noch Design und einstellen. Ja, ich fahr schon mal rüber. Es ist jetzt ein bisschen gepokert, was ich mache. Es ist gewagt, sag ich Ist bei mal. mir auch gewagt. Also sicher Bei fühle ich dem mich war. mit dem, was ich herausgeholt habe, definitiv nicht. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich mit der Reifenmischung gar nicht sicher bin, ob ich das Richtige gemacht habe. Ich bin gespannt, wer heute die besseren Karten gezogen hat. Ja. Wobei ich ja eigentlich relativ entspannt bin, weil ich liege aktuell noch 2 zu 1 vorn. Ja. Heißt, wer was Ich muss genau nimmt, nachlegen. verlieren kann ich eh nicht mehr. Kannst halt noch einen Unentschieden rausziehen. Oder wir zählen halt die gesamt eingespielten Punkte zusammen. Weil Können wir natürlich dann auch noch machen. das ist ja blöd für dich. Warum? Weil du dann auch nur noch einen Unentschieden rausholen kannst. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, welches Auto du hast. Ich bin auch gespannt, welches du hast. Weil abgesprochen haben wir uns ja im Vorfeld nicht. Nee, nee. Also der Motor klingt ja echt schlimm. Bin echt gespannt, was du gemacht hast. Muss auch sagen, da werden wir jetzt verdammt wieder an die Gurgel springen. Ich finde den BMW M1 nicht schön. Ich auch nicht. Da sind wir uns einig. Es sieht irgendwie so, keine Ahnung. Er will nicht leben. Gerade wenn die Klappscheinwerfer draußen sind, dann sagt er so, ja, für die Farbe ich gegen die nächste Panther für den Schrott. So ungefähr sieht das halt aus. So. Er hat nicht diesen aggressiven Look von einem Lamborghini oder einem Ferrari. Das hat er nicht. Wird da auch, glaube ich, nie. Oder war auch, glaube ich, nie die Absicht. Auch dass er hinten so hoch ist im Gegensatz zu vorn. Ich finde ihn nicht schön. Ich finde ihn echt nicht schön. So. Ach, der Cookie hat eine Black Series. Ja, so in etwa.
So, was hast du verbaut? Ich habe eine Motorwechsel gemacht. Und Auf welchem zwar auf Motor? den 3,2 Liter Sechszylinder. Okay, ich habe einen Schritt höher gewagt. Du hast einen V8. Ja. Okay, ich habe Sportreifen. Ich habe Rennreifen. Okay, und dann, weißt du was, dann ist jetzt aber die Leistung spannend. Jetzt will ich jetzt wissen, wie viel Leistung hast du? Und Gewicht? 472 kW. 466 kW. Warte mal, lass uns das mal kurz hier umrechnen. Ich habe 641 PS und du hast wie viel hast gesagt? 466. Somit 633 PS. Welches Gewicht hast du? 1,0 Tonnen. 1,266. Boah, okay, das ist ein Unterschied. Dafür Und ich habe habe ich einstellbares 614. Diff, einstellbare Federn, nee, Diff nicht, Stabis einstellbar, Federn einstellbar, Habe ich auch. Getriebe einstellbar. Habe ich auch. Ich glaube, die einzigen zwei Teile, die ich aus diesen ganzen Fahrwerkskategorien nicht eingebaut habe, sind die Antriebswelle und die Kupplung. Die habe ich nicht. Antriebswelle, Kupplung und Diff habe ich nicht. Ja, einen Diff habe ich, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Muss ich mal eben gucken. Ja, Ich habe doch, habe dafür einen ich. Kompressor. Ich habe einen Turbo. So, ist jetzt irgendwie komisch, dass ich jetzt gegen den V8 fahre. Der Motor war mir ein bisschen teuer. Wow. Ja, 22.000 ging drauf für den Motor. Ja. Dafür hast du halt noch Rennreifen. Ich weiß nicht, ich hoffe einfach, die Sportreifen reichen. Darauf hoffe ich einfach. Ne, Hast ich du die habe Reifen breiter Rennreifen. gemacht? Ich habe schon gedrückt, ja. Nee, Veranstaltung hast du wird die Reifen geladen. breiter gemacht? Ich glaube eine Stufe, ja. Okay, habe ich auch. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Alter. Zwei Sicher, komplett dass du einen unterschiedliche Leihwagen genommen Konzepte. hast? Was? Sicher, dass du einen Leihwagen genommen hast? Ja, sicher. Gut, 200 Kilo weniger bei relativ gleicher Leistung. Merkt man dann halt doch. Viel ist auch nicht, wenn man schaut. Ja. Das sind 0,152 Sekunden. Ich glaube, das wird jetzt echt die spannendste Folge, die wir hatten bisher. Aber ich habe einen Punkt. Das ist wichtig, ja, das können wir mal eben aufschreiben. Vor allem der Punkt bewirkt, dass du zumindest punktetechnisch das ganze Duell hier in Horizon gewonnen hast. Das stimmt. In Horizon 3 zumindest. Ja, in Vielleicht Horizon wird das 3. ja in The Q2 noch. Ach, in Horizon 4, ja, Entschuldigung. Aber weißt du, was ich mir überlegt habe zwischen den Folgen? Was dann? Pass auf, ich habe ja das Drag Race gewonnen. Heißt theoretisch, wenn ich jetzt intelligent wäre oder Glück habe, dann würde ich ja jetzt den Matchpoint bekommen. Ja. Der Verlierer vom Drag Race darf sofort beide Rennen aussuchen. Der Verlierer. Ja. Ja, können wir auch machen. Dann brauche ich aber die Ja. Rechte. Ja, das wäre halt mein Tipp. Wie 10 Kilometer. Ist in Richtung Stadt, sind wir noch nicht gefahren. Ja. Jetzt fahren wir mal Brands Hatch. Ja. Ich bin echt auf die Kurvenlage gespannt, weil wie gesagt, ich habe 200 Kilo weniger, du hast die besseren Reifen. Eben, das war eben mein Hintergedanke, warum ich jetzt hier die Strecke ausgewählt habe. Nee, nicht den Abarth. Nicht den Abarth. Ja, der geht zwar auch gut um Kurven, aber dem fehlt ein wenig Leistung. Dass wir den exakt gleichen LI haben. Boah. Vor allem jetzt wirklich, und diesmal kann man es zu 100% sagen, wir haben komplett unterschiedliche Konzepte. Zu Also, 100%. wir haben
eigentlich bis auf Getriebe und so nichts gleich. Und die Karosserie. Ich glaube, bei der Zwangsbeatmung haben wir unterschiedliche Konzepte. Ja. Ich glaube, du hast einfach Angst, dass ich dir eine Kugel gebe, wenn du ein Tor drauf machst, ne? Nee, es war tatsächlich die Entscheidung für einen Kompressor, weil das Drehzahlband angenehmer ist. Das macht Sinn. Und die Leistung komplett identisch war. Aber ist der Kompressor nicht teurer? Ist ein bisschen teurer, ja, aber das war es mir wert. Weil er dann nicht so reindrückt. Ja gut, Kompressor ist ja auch besser, ne? Also, da ich schon immer. Also ich mach die Boosteblume an sich schon. Fährt sich auf jeden Fall nicht so, wie ich ihn gern hätte. Ja, bei mir dasselbe. Beschleunigen, also das Rausbeschleunigen muss ich echt, da muss ich feinfühlig sein. Aber wenn ich es rausbringe, wie ich zu fahren habe, dann geht's. Da ist er, der Punkt. Oh. Matchpoint. Scheiße. Ja, nicht gut für mich. Ja. Die 200 Kilo sind halt das Problem. Ja, weißt du, ich dachte schon, ich habe jetzt hochgepokert, ne? Aber was du da gemacht hast. Also damit solltest du echt so weit wie zum Poker gehen. Ich habe im Endeffekt gedacht, alles oder nix. Ja, ich merk's. Und ich wusste nicht, dass man mit einem reinen Sechszylinder so eine Leistung rauskriegt. Die Leistung ist es ja nicht. Das Gewicht. Wir sind von der Leistung gleich. Eben. Drum, ich war der Meinung, dass ich leistungsstärker bin wie du. Also, nee, den Motor hatten wir ja schon mal. Genau den Motor. Ich weiß, dass man den hochpushen kann. Den hatten wir ja beide im Skyline. Und schon, aber ich wusste nicht. Ja, stimmt, da warst du ja auch so hoch. Ja. Ich war ja nicht so hoch. Deswegen wusste ich ja, den kann man hochhuschen. Den V8 brauche ich nicht unbedingt. Weil der war ja trotzdem 13.000 Credits teurer. Ach komm, da können wir hinfahren, oder? Okay, dann nicht. Nö, da geht das Springen schneller. Ja. So. Jetzt auch von mir ein hoher Poker. Jetzt macht dann Regen. Wobei, weißt du, warum ich dir den Regen nicht empfehlen würde? Warum? Weil du Rennreifen hast. Stimmt. Du hast weniger Profil. Nee, mehr. Du weißt, was ich meine, oder? Nee, ich habe weniger Profil. Ja, weniger. Beim M4 war es halt, weil du um einiges mehr Leistung hattest, deswegen habe ich es gemacht. Aber tatsächlich ist es so, mit Sportreifen ist man im Regen generell schneller. Ja, ich habe jetzt aber Nacht und Wolkig, das schön kühl ist. Ja. Dann müsste ich mit meinen Vollgummireifen wieder einen Vorteil haben. Oder beinahe Vollgummi. Ja, das sind ja immer noch Straßen zugelassen. Ich will immer noch Slicks in Horizon 4. Das Rennen kenne ich.
bin ich zuerst beim Ultima gefahren. Kontrollpunkt verpasst, obwohl ich die Fahne noch berührt habe, so jetzt ist es vorbei. Ja. Okay. Du hast die Kurve doch nicht viel enger genommen als ich. Ja, ein bisschen enger wie du, aber nicht viel. Das ist dann ärgerlich. Aber erstens ist das Rennen noch nicht vorbei, ich kann auch noch einen verpassen. Und zweitens habe ich ja der ersten Aufgabe einen verpasst. BMW bringt einfach kein Glück. Sind nicht da so Rauchwolken über dem Festival? Stimmt. Vielleicht von den Feuerwerkskörpern. Ja, aber so weit unten? Vielleicht war Raid drin und hat ein paar Burnouts hingelegt. Ach ja, gut, das kann sein. Oh, das war knapp. Kommst du von den Zwischenzeiten da dran? Ja, je nachdem. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wiederum. Wenn ich nicht damals zu früh abbremsen würde, schon, ja. Da habe ich es jetzt auch noch mal kurz spannend gemacht. Ich habe den letzten Sprung scheiße genommen und bin in die Einfahrt reingefahren. Na, zum Schluss habe ich aufgeholt auf dich. Also gegenüber nach dem Checkpoint von uns, da war ich über 8 Sekunden zurück, jetzt zum Schluss waren es 5,6. Ja, wie gesagt, ich bin in die Einfahrt reingefahren. Nach dem Sprung. Ich musste noch mal neu anfahren. Ja, damit hast du das Ganze gewonnen mit 3 zu 1. Gratulation. Ja. Also im Gesamten gesehen. Bei nächster Gelegenheit werden... Danke, danke. Ja. Achso, du brauchst ja was. Ja, ich brauch was. So. Viel Spaß. So. Ja, was machen wir denn? Das hatten wir noch nicht. Was wollen wir noch? Ja, das ist jetzt auch, wenn ich so schaue, das vorletzte Horizon-Video hier bei mir auf dem Kanal. Zu Forza Horizon 3. Also viel kommt da nicht mehr. Ich kann mir denken, was noch kommt. Was denn? Ja, sag's mir nach der Folge. Ja, okay. Dann piepen wir das raus, was ich gerade angefangen habe. Also ich hab's nicht mehr verstanden, dementsprechend. Ich glaube, das Rennen hat man noch nicht. Kann sein, dass wir es hatten, aber wenn ja, erinnere ich mich nicht dran. Nee, hat man nicht. Das hat man nicht. So, machen wir einen schönen Sonnenuntergang. Jetzt wird's ramontisch. Ramontisch? Ramontisch, ja. Ramontisch immer schön. Der neue Ramontisch. Gibt's bei Ikea jetzt. Aber ganz ehrlich, der M1 ist nicht darauf ausgelegt, auf S1 zu fahren. Nee, fühlt sich nicht richtig an. Also auf A ist er, glaube ich, noch ganz gut. Weil er da dann auch die Leistung ein bisschen dosierter hat. Aber mit der Leistung, die wir haben, kommt er, glaube ich, nicht klar. Also bei mir zumindest. Mal
Wobei du doch erstaunlicherweise, glaube ich, mehr Traktionsprobleme hast als ich. Ja, es kommt mir auch so vor. War ich doch richtig mit der Annahme, dass Sportreifen reichen. Wenn ich halt nicht komplett dumm fahren würde. Ich gebe halt dumm Gas, muss ich auch dazu geben. Das ist nicht optimal geschalten immer von mir. Und auch von der Gasannahme her, von der Gasdosierung. Das ist immer noch mein Problem mit dem Mittelfinger. Ich hab erst in dem letzten halben Jahr ungefähr gelernt, wirklich dosiert Gas zu geben. Also halt wirklich perfekt. Und dadurch bin ich dann auch um einige schneller geworden immer. Also wenn man halt guckt, mittlerweile kann ich ja auch beispielsweise gegen Ray fahren. Ohne Probleme. Das ging vorher nicht, weil ich vorher halt einfach nur ja nicht immer Vollgas gegeben habe, aber halt nicht so feinfühlig war. Ja, das macht schon viel aus. Aber das wird das 3 zu 1. Und das sogar mit schönem Abstand. Ja, ich habe einige Fahrfehler gemacht. Du bist da relativ fehlerfrei durchgekommen. So, mal schauen, vielleicht schaffe ich noch das 3 zu 2. Wäre möglich. Chance besteht. Jetzt haben wir halt nicht mehr weiß, wie viele Rundkursrennen es überhaupt noch gibt. Na, maximal in der Stadt noch. Ja. Komm, weißt du was? Zum Abschluss, weil wir die Strecke beide mögen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Oh, meine Performance-Shodan-Strecke. Das finde ich natürlich schön hier. Ein schöner Abschluss hier. Für mein letztes Rennen. Das ist ja geil. Was denn? Da dahinter uns am Gebäude ist ein Plakat. The Double Stack with Cheese. Ja. Ich habe jetzt Lust auf einen Burger. Ja, daneben ist ein Flugzeug. Ich würde jetzt gerne Urlaub machen. Ja. Ach geil, jetzt muss ich ja erstmal hier eine kurze Runde drehen, damit ich wieder das Event starten kann. Wenn ich aus der Drohne raus bin. Guck mal, da fährt ein 3 Midnight Purple. Was fährt? Links von uns war ein 3-23 Sport mit in Midnight Purple. Okay. Noch 3 Runden. Oh, jetzt hat mich der Zug mitgenommen. Ja, ich hör's. Dann starten wir das Ganze hier. So, man kann sich ja jetzt auch freuen, wenn man das Video sieht. Dann heißt das, nächste Woche kommt Horizon 4 raus. Ja. Schon ein spezielles Gefühl. Ja. Ja, jetzt wahrscheinlich das letzte Rennen, was wir in dem Spiel gegeneinander fahren werden. Generell das letzte Rennen, was ich in dem Spiel fahren werde. Dann liege ich in meiner Annahme, was du als letzte Folge machst, wahrscheinlich richtig. Du merkst hier wirklich den Turbo-Punch, der auf einmal kommt. Deswegen habe ich auf Kompressor gesetzt.
Ja, der Kompressor steigt halt mit der Drehzahl des Motors. Also das macht der Turbo auch, war etwas radikaler. Ja, aber du musst halt mit den Abgasen das Gewicht von der vorne der Turbowelle halt überwinden. Und wenn du die mal richtig ins Laufen bringst, dann lauft die halt. Hier geht das Ganze über den Zahnriemen. Etwas weiter Linie. Enger Kampf hier, Halleluja. Ja. Jetzt war ich hier aber gerade nicht gut. Ja, und ich dosiere das Gas besser. Oh Gott, ja okay, damit ist es vorbei. Sag niemand nie, ja? Habe ich auch nicht gesagt, ich habe gesagt, es ist vorbei. Immerhin auch hier ein Abschlusssieg. Bin mal gespannt auf die schnellste Rennrunde. Alter, ist da auch knapp. Ja, okay, da war schon, da waren Stunden dazwischen, ja. Nicht mal 0,1 Sekunden zwischen der schnellsten Rennrunde. Also es sind zwei unterschiedliche Konzepte, aber eigentlich auf selbem Niveau, kann man sagen. Ja. Das stimmt. Also hat jeder von uns einen Rundstrecken und einen Sprintrennen gewonnen. Es hat jeder von uns, gut, Topspeed bist halt du besser, ich bin dafür in der Beschleunigung. Zwei unterschiedliche Konzepte, Zweizylinder-Unterschied, komplett andere Aufladung in dem Sinne. Dennoch beide mit Aufladung und ich glaube, dass mir auch im letzten Rennen der Kompressor schon geholfen hat. Ja, der Turbo Punch ist halt abnormal. Also, du denkst halt, okay, ich kann die Kurve locker im dritten raus beschleunigen und dann sagt der Turbo nein. Ja. Das machen wir mal nicht. Ich bedanke mich generell dazu nochmal hier an dieser Stelle bei den ganzen Zuschauern für die letzten 2 Jahre hier in Forza Horizon. Es war eine verdammt schöne Zeit. Videos zur Demo dürften ja bereits draußen sein, wenn ihr das hier zu Gesicht bekommt. Und ja, dann würde ich sagen, geht's heute in einer Woche definitiv los mit Forza Horizon, eventuell auch früher. Ich hoffe es, versprechen kann ich aber nichts. Und ja, ich bin raus, verabschiede mich, bedanke mich nochmal bei euch, bedanke mich auch bei Andy für dieses Format. Ich glaube, das wird sicher in Horizon 4 seine Fortsetzung finden. Das hat definitiv Laune gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir raus. Bis Forza Horizon 4. Ciao, Leute. Tschüss.